schöner Tag. Endlich. Ich habe jahrelang darauf gewartet. Ach, mit Hausschuhen in die Kirche. Ein Traum. Ach. Hallo Kinder. Schön, dass ihr da seid. Würdet ihr auch mal gerne mit Hausschuhen in die Kirche gehen? Also ich wollte das ja immer mal machen. Ne? Die Schuhe stören, dann ist es kalt im Winter oder nass oder was auch immer. Und trotzdem konnte ich ja nie mit Hausschuhen in die Kirche gehen. Aber jetzt können wir das. Und deswegen habe ich heute extra meine bequemsten und kuscheligsten Hausschuhe gebracht und freue mich, dass wir jetzt einfach heute in die Kirche mit Hausschuhen gehen können. Vielleicht warst du so clever und hast die Hausschuhe von vornherein angezogen, weil bei dem Wetter ist das natürlich sehr vorteilhaft. Und wenn du die noch nicht anhast, dann lauf schnell los, hol dir die Hausschuhe, denn heute ist der Tag, heute feiern wir Gottesdienst in Hausschuhen und ich freue mich drauf. Und ihr wisst, wie das hier bei uns in der Minikirche ist, bevor wir loslegen und Lobpreis machen und irgendwie neue Geschichten hören, Lieder singen und alles mögliche, Spiele spielen, basteln, was auch immer, fangen wir an mit einem Gebet und möchten einfach zu Gott, zu unserem Vater kommen und ihn einladen, jetzt hier zu sein. Und das möchte ich jetzt machen und ihr könnt gerne mit mir mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass du uns geschaffen hast, dass du diese Welt geschaffen hast, dass du uns lieb hast. Ich danke dir für diesen Tag und dass wir jetzt singen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Bitte segne du diese Zeit und sei du bei uns. Amen. Ja, und es geht los mit einem neuen Lied. Und ich freue mich richtig auf diesen Gottesdienst und dachte mir, da singen wir direkt ein neues Lied. Vielleicht kennt ihr das schon. Das Lied heißt Volltreffer. Es ist total einfach. Es hat ein paar Bewegungen, aber die sind auch ganz easy und die werdet ihr ganz schnell drauf haben. Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr lange, sondern wir legen einfach los. Macht euch ein bisschen breit. Bequeme Schuhe habt ihr ja schon an, damit wird das jetzt super klappen. Und können wir auch eigentlich jetzt schon direkt loslegen. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du sehen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Ohren. Freu dich, dass du hören kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Dass du laufen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. So schnell ging das Lied und ich freue mich darauf, das nächste Woche wieder mit euch zu singen. So, weiter geht's mit dem Lied, was wir alle schon kennen, was vielleicht schon ein bisschen alt ist, aber trotzdem Spaß macht. Und zwar singen wir jetzt von innen, außen, oben. Ich bin mir sicher, ihr kennt das, ihr könnt das wahrscheinlich schon im Schlaf singen. Aber ich finde, das ist immer wieder ein schönes Lied, um zu gucken, wer am längsten durchhält. Wir fangen nämlich wie immer langsam an und werden immer schneller. Ich bin selbst gespannt, wie schnell ich sein kann und ich bin gespannt, wie schnell ihr zu Hause sein könnt. Und jetzt geht's auch direkt los. Ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit. Weil Jesus zu mir kam, die Sünden von mir nahm, bin ich von innen, außen, oben, unten, glücklich alle Zeit.
Klavierspielerin kann zwar noch weitermachen, aber ich nicht mehr. Ich bin gespannt, wie lange ihr durchgehalten habt. Und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und ich wünsche euch viel Spaß mit der Geschichte. Gerade erzählt ein Diener der Königin, was auf dem Berg passiert ist. Alle konnten sehen, wie mächtig Gott ist, erzählt er. Gott hat Feuer vom Himmel geschickt und damit nasses Holz angezündet. Alle, die gemeint haben, dass Gott das nicht kann, sind jetzt weg. Diese Nachricht macht die Königin wütend. Die Königin mag Gott nicht. Was Gott sagt, will sie nicht hören. Und Elia kann sie auch nicht leiden. Die Königin weiß, dass Elia ein guter Freund von Gott ist. Sie schreit zornig, wenn ich Elia erwische, dann kann er was erleben. Elia hat alles gehört und bekommt einen Riesenschreck. Was kann er nur tun? Elia fällt nichts Besseres ein. Er rennt weg. Zuerst aus der Stadt raus, dann in die Wüste. Als Elia nicht mehr laufen kann, kriecht er müde unter einen Busch. Ich kann nicht mehr, schluchzt er und schläft ein. Doch Gott weiß, wie schlecht es Elia geht und schickt einen Boten, einen Engel. Der Engel hat Brot und Wasser mitgebracht. Er weckt Elia auf. Wach auf, Elia, und iss mal was, sagt der Engel. Elia lässt es sich schmecken. Doch er ist immer noch müde und legt sich wieder hin. Aber der Engel weckt ihn ein zweites Mal. Greif noch mal zu, Elia, denn du hast einen weiten Weg vor dir, sagt er. Jetzt merkt Elia, wer da vor ihm steht. Ein Engel. Gott selbst hat ihn geschickt. Elia isst und trinkt noch einmal. Aber dann macht Elia sich auf den Weg. Elia ist viele, viele Tage unterwegs. Er wandert am Tag und auch in der Nacht. Als er an einen Berg ankommt, entdeckt er eine Höhle. Elia kriecht in die Höhle und will sich erstmal richtig ausschlafen. Elia ist unendlich müde, er kann einfach nicht mehr. Da hört Elia eine Stimme. Elia, warum bist du eigentlich hier? Fragt plötzlich jemand. Elia weiß sofort, wer da spricht. Es ist Gott. Er will mit Elia reden. Und Elia erzählt Gott, was ihm Angst macht und was ihn ärgert. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe vielen Menschen erzählt, dass du der einzig echte Gott bist, sagt Elia. Aber es gibt immer noch so viele, die nichts von dir wissen wollen. Es gibt sogar jemanden, der mir Böses antun will. Und ich bin immer alleine. Komm raus aus der Höhle, sagt Gott. Ich komme jetzt zu dir. Plötzlich stürmt es. Dann wackelt die Erde und es blitzt. Dann ist es ganz still. Elia spürt einen leichten Wind. Er zieht seinen Mantel eng um sich und über den Kopf. Elia geht vor die Höhle. Elia weiß, Gott ist jetzt ganz nah bei ihm. Gott hört Elia geduldig zu. Elia kann Gott sagen, dass er sich alleine fühlt. Elia, geh wieder in die Stadt zurück, sagt Gott. Du sollst mithelfen, damit das Land einen neuen König bekommt. Dann sagt Gott, du wirst einen Jungen treffen, der Elisa heißt. Er wird ab jetzt immer mit dir zusammen sein und dir helfen. Außerdem habe ich noch mehr Freunde im Land. Du bist also nicht alleine. Elia geht los. Nach einer Weile sieht er einen Jungen. Wer ist das denn? Elia weiß es sofort. Es ist Elisa, der Junge, den Gott ausgesucht hat, damit Elia nicht mehr alleine ist. Elisa ist auch ein guter Freund von Gott. Jetzt geht Elisa mit Elia. Elia hat keine Angst mehr, auch nicht vor der Königin, die böse auf ihn ist. Er weiß ja, dass Gott bei ihm ist. In der heutigen Geschichte sucht Elia nicht nur Schutz in einer Höhle, er fühlt sich auch sehr allein. Doch dann stellt Gott ihm einen Helfer an die Seite und die beiden werden ein Team. Auch ihr könnt zu Hause eine Höhle aus Decken, Stühlen und so weiter bauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zusammen in der Höhle singen, lesen oder die Geschichte hören. Ich hoffe, euch hat diese Mini-Kirche gefallen und ihr konntet neue Sachen lernen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wir möchten auch heute wieder zum Abschluss von diesem Gottesdienst das Vaterunser singen. Und ich lade euch ein, einfach jetzt mit mir gemeinsam dieses Lied für Gott zu singen und einfach damit zu ihm zu kommen und ihn zu anbeten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
wenn mein Herz, wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Gemeinsam das Vaterunser. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Ja, schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Sonntag mit dir und vergiss deine Hausschuhe nicht. Bis dahin, tschüss!